Ja, guten Tag, liebe Leute, und ein herzliches Hallo zu Let's Play XIII oder, weil es römische Zahlen sind, Nummer 13. Das war 2006 in der Computerbildspiele Gold und auch mein persönliches Lieblingsspiel, weil wenn ihr dachtet, ich mag Mirror's Edge, dann kennt ihr dieses Spiel nicht. Zu den Daten. Es ist ein Comic-Shooter aus dem Jahre 2005, also ein Ego-Shooter, halt im Comic-Stil, wie ihr auch schon in dem Menü erkennen könnt. Und ja, zum Spielgeschehen. Vorab müsst ihr ein paar Dinge wissen. Wir sind Steve Rowland. Wir sind die Nummer 13 einer Organisation, wo 20 Nummern mit drin beschäftigt sind. Und ja, und wir, also die Nummer 13, hat sich gegen diese Organisation aufgelehnt. Dann hätte man gedacht, man hätte ihn ausgeschaltet, die Nummer 13, aber dem war nicht so. Und nun fängt alles an, dass wir an einem Strand landen und von einer jungen Blondine aufgelesen werden. Und ja, dann starten wir mal das Spiel und ich sag viel Spaß mit dem Intro und haut rein. Das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Frank, ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Nach einer Schussverletzung aus. Können Sie Ihre Beine bewegen? Ja, hier im Video hat man unseren Protagonisten und auch den Hauptcharakter, die Nummer 13, Steve Rowland, gesehen. Und ja, wie ihr seht, ist unsere Erinnerung noch verschwommen. Da wir einen Schuss abgekriegt haben und unsere Erinnerungen kehren im Spiel nach und nach zurück. Also das werdet ihr auch jetzt direkt schon sehen. Ich will da auch nicht zu viel verraten. Seht einfach selbst, das Spiel ist persönlich mein allerliebstes Lieblingsspiel überhaupt. Der Helikopter. Ich erinnere mich. Wir haben mit der Netz auf dem Boot. Kim hier, hörst du mich? So, hier ist die Erinnerung, wo er auf dem Boot war und letztendlich auch angeschossen wird. Hier ist es ganz egal, was wir machen, wir können eh nicht entkommen, da das ja die Erinnerung ist und wir hier nur ein bisschen rumlaufen können und uns die Beine vertreten können. Na, na, na. So. Gleich müssten hier ein paar böse, genau, Banditen kommen. Frank!
Und diese Kopfverletzung führt letztendlich dazu, dass wir an diesem Strand gelandet sind. Sir? Sir? Können Sie mich hören? Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Die Grafik ist natürlich nicht mehr das aktuellste. Wie gesagt, das Spiel ist von 2005 und 2006 hatte ich's. Vorsicht! Aber das macht auch nichts, weil das Spiel halt im Comic-Stil ist und somit auch eine ganz andere Atmosphäre schafft wie andere Ego-Shooter und das ist einfach genial. Ja, und jetzt sieht man hier, wir sind zu schwach zum Laufen. Helen, und ja. Ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Wer ist da? So, jetzt geht das ganze Spielgeschehen erstmal richtig los. Es beginnt damit, dass wir ein Wurfmesser in der Tasche von Janet finden. Und hier diese Banditen haben entdeckt, dass wir uns hier drin befinden. Und wir müssen halt so schnell wie möglich entkommen. Okay, hier haben wir den Schlüssel gefunden. Dieses Spiel ist tatsächlich das einzige, bei dem ich sogar die Sprachsequenzen, so gut wie alle Sprachsequenzen, mitsprechen kann. Weil ich dieses Spiel halt unzählige Male durchgespielt habe. So, ich hole den Revolver. Das ist eigentlich noch eine der effektivsten Waffen hier. In dem Spiel ist es auch viel lustiger, Gegner zu töten, weil man kann einfach einen gezielten Schuss und dann fallen die runter mit dem, halt mit so einem Comicfenster. Und das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, als man halt gewohnt ist. So. Ich versuche immer in den Kopf zu schießen, weil das ist natürlich am effektivsten. Dann gucken wir mal, ob wir den mit einem Schuss runterholen können. Na, okay, mit zwei im Schuss. Und da lauern sie natürlich auch. Na, jetzt brauchen wir die Kalaschnikow. So. So, natürlich, wenn man Let's Playt, ist die Sache schon wieder ganz anders, ganz schwerer irgendwie. Weil ich kam hier eigentlich immer mit 90 Leben oder so weg und jetzt habe ich noch 24, wie ihr links unten sehen könnt. So, und jetzt habt ihr ja gesehen, er hat gesagt, er darf Nummer 13 nicht entkommen lassen, das sind wir. Wie schon mehrmals gesagt. So. Und von Janet haben wir halt den Schlüssel bekommen zur Winslow Bank. Und da müssen wir jetzt auch hin, um unsere Erinnerungen wieder aufzufrischen. So. Und dann ab ins Autochen und los. Ja, und nun befinden wir uns in der Winslow Bank. Das ist auch immer sehr schön nach einer Mission, hier dieses Comicfenster. Und ja, und jetzt versuchen wir halt, unsere Erinnerung wieder zurückzubekommen. Mr. Rowland, es ist so lange her. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben? Aber natürlich, bitteschön. Folgen Sie mir bitte. Ach ja, Comic-Shooter. Das Einzige, wo es möglich ist, einen Schlüssel ohne Handausstrecken zu übergeben. Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Aha, verbessert. Ich komme hier durch. Das kannst du aber glauben. So, Dankeschön. Hallo James, Mr. Rowland möchte
an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Rowland. Guten Tag, Mr. Rowland. Wie gesagt, ich kann die Sequenzen wirklich fast alle auswendig. Es befindet sich immer noch am Ende des Saals. Oh, die Stahltür gibt natürlich mir nach. Meinen Faustschlägen stahlhart. Ich bin der Chuck Norris des Comics. So, und hier befindet sich unser Schließfach. In der Hoffnung, da etwas aus unserer Vergangenheit zu finden. Und natürlich eine Bombe. Und wieder eine Erinnerung. Und jetzt heißt es nix wie weg, da sonst die Bombe in unserem Gesicht explodiert. So. Und die schafft einen netten Geheimgang. So, unser Ziel ist, aus der Bank zu entkommen. Was sich aber als schwieriger gestaltet werdet. Ach ja, nur vergesst es. Lasst mich doch in Ruhe. So. Diesen Wachmeister können wir mit einem gezielten Schlag ausschalten und somit auch an seinen Revolver kommen. Den Revolver, also Waffen, dürfen wir nicht gegen Personal einsetzen, sondern erst später. Wir dürfen hier Stühle und Tabletts und alles andere benutzen, um die halt außer Gefecht zu setzen. So. Ist auch gar nicht mal so schwer, wenn man immer einen Stuhl dabei hat. Aber lustig ist es auch noch, warte ich mal meinen Stuhl weg, hier mit diesem Tablett einen zu erschlagen. Das gelingt mir fast nie, aber es ist sehr lustig. Man kann einfach hier hinkommen und dann knock, genau. Dieser Wachmeister schleicht sich natürlich jetzt langsam an uns ran. Doch kriegt direkt eine übergezogen, nach alter Hausmannsart. So, hier haben wir ein Medipack gefunden. Das braucht man ziemlich oft in Nummer 13. Jetzt noch nicht, aber später auf jeden Fall. So, wenn man nichts hat, kann man ihn einfach K.O. boxen. Später wird es auch noch so sein, dass man die K.O. geschlagenen Leichen oder die Körper sozusagen wegschaffen muss. Das habe ich immer gehasst, weil wenn dann ein anderer den Körper entdeckt, dann ist die Mission gescheitert. So, wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, da haben wir doch glatt mal eine. Und auch die nette Magnetkarte. Wenn wir uns jetzt hier in Richtung der Polizisten stellen, der Wachtmeister sozusagen, dann schießen die nicht auf uns, aber sobald wir ihnen den Rücken zukehren, dann ballern die drauf los. Aber das will ich nicht drauf anlegen. Deshalb schleppe ich einfach diese unschuldige Frau mit mir rum. So. Und jetzt hier schön durch. Und zack. Die Geisel macht sich einen gemütlichen. So, jetzt sieht man hier, dass die Gangster kommen. Dieser im blauen Mantel, blauen Anzug, blaue Jacke, was auch immer. Und jetzt dürfen wir auch endlich mal wieder in Aktion treten. Komm her. Oh, Kopfschuss. Das macht einfach so dermaßen viel Spaß, dieses Spiel. Vielleicht ist es für euch nicht so interessant, wenn ihr nur zuguckt, aber das Spiel ist definitiv mein Lieblingsspiel. Und ich bin froh, dass ich das wieder habe. Also, ich musste wirklich sehr viel anstellen, um das wiederzubekommen. Und ich hoffe, das wisst ihr auch so ein bisschen zu schätzen, wenn ihr dieses Let's Play seht. Aha. Schrotflinte ist auch eine meiner Lieblingswaffen, weil sie ist effektiv und schnell. Und man kann dem auch in den Torso schießen und trotzdem ist er tot. So. Und wie kann es anders sein? Jetzt werden wir verhaftet.
Steve Rowland. Ich verhafte Sie wegen Mordes an William Sheridan.